So, moin Leute und herzlich willkommen zu einer Runde von den Punching Point der Landgrab 3, glaube ich, ist es. Es ist ein neuer Modus, der auch übrigens jetzt momentan doppelt XP, doppeltes Geld hat. Sehr, sehr geil, du musst ein Gebiet erobern und so, und das ist natürlich Team schon gefragt. Und am besten ist es, wenn alle auf die Gegner losgehen oder auf die anderen Spieler losgehen, sondern auch auf die Felder gehen. Du musst ja praktisch Felder erobern, so quasi drüber laufen. Seht ihr dann, ich habe auch das Video sehr, sehr geschnitten. Also ich habe das Beste eigentlich nur rausgesammelt für euch, weil das Video ursprünglich, glaube ich, 16, 17 Minuten ging und so lange ist, wollte ich eigentlich auch nicht in GTA 5 Online. Genau, so viel dazu. Wenn ihr Fragen habt, gerne Fragen, und ich werde auch euch öfter mal Landgrab hochladen, auch mal verschiedene Modi und so. Was auch wichtig ist, was auch sehr geil ist in dem Modus, es gibt kein Friendly Fire, also auch für den Feuer, ich weiß nicht genau, auf jeden Fall kannst du deine Teamkameraden nicht abschießen und die Granaten gehen auch nicht in die Luft bei den anderen, nur bei dir selbst. Genauso viel dazu. Und es ist auch geil, dass es verschiedene Waffen wieder gibt, da auf der Map, die man einsammeln kann und so weiter und so fort. Genau, und heute auch das Thema, ich weiß nicht genau, wie schreiben wir da, wahrscheinlich sowas wie momentan YouTube-Einnahmen im Keller und was das dort ist, was muss das machen oder was jetzt Sache und so. Und vielleicht haben es vielleicht viele mitbekommen, aber ich weiß auch, dass auch viele meiner Zuschauer nicht unbedingt so krass aktiv in YouTube sind. Also, ich würde sagen, 30% von den Zuschauern. Und für die ist auch übrigens das Video ist auch mehr oder weniger, ja. Grund momentan ist, dass YouTube die Einnahmen drastisch reduziert hat. Das heißt, dass größere Firmen die Werbeverträge nicht mehr gemacht haben, weil ja da viele Werbungen vor, ich sag mal, recht radikalen Videos geschaltet worden sind oder extremen Videos, Terroristen und sowas alles. Damit haben die auch Geld verdient und hat YouTuber diese Videos nicht entmonetarisiert quasi. Und sollten die Werbefirmen nicht, sind kurzfristig abgesprungen. Und wollten es halt im Endeffekt eigentlich nicht mehr. Was ich halt gar nicht verstehe, ist, warum eigentlich nicht YouTube zum Beispiel oder die Firmen auch, also die Firmen nicht, die Firmen wollen natürlich das Beste für sich, aber es irgendwie so 3-4 Monatsverträge macht oder einen Jahresvertrag mal oder sowas, aber ich weiß nicht, wie das genau funktioniert, es wäre halt eine geile Idee, einfach mal, glaube ich, genau, was so viel dazu. Und man muss es deswegen auch im Keller, man verdient bis zu 75% weniger als vorher, und ich glaube mittlerweile, also es war jetzt irgendwie so der ganzen März, glaube ich, fast über, und mittlerweile, aber es ist der 25.04. Ich werde wahrscheinlich das Video nicht mehr ganz heute hochladen, sondern erst nach ein paar Tagen wieder. Am 25.04. ist, glaube ich, das offiziell vorbei, hat es zumindest gehießen von Kuchen.tv. Ich weiß nicht, ob es wirklich vorbei ist oder nicht. Ich werde morgen die Statistik mal reinschauen, gucken. Und genau so viel dazu. Und was auch mich, da habe ich so ein bisschen auch wachgerüttelt, auch so ein bisschen gedacht, scheiße, man, auf einmal verdienst du viel weniger als vorher, und was ist denn da jetzt los? Erstmal habe ich gedacht, dass meine Videos nicht mehr geklickt werden und so, was da los ist, weil es tatsächlich, dass YouTube so einen Fehler hatte. Und wie gesagt, hat mich wachgerüttelt, wo ich gesagt habe, ja, vielleicht ist jetzt vorerst YouTube nicht ganz so wichtig wie ein Beruf quasi und soll es nicht YouTube. Ich habe jetzt öfter auch YouTube vor meine Ausbildung eigentlich gestellt, muss man ganz ehrlich sagen. Und vielleicht sollte man es eher nicht, oder soll ich es in Zukunft nicht mehr machen. Genau, und das ist ein bisschen ein schwieriges Ding gewesen auch. Natürlich, viele haben sich beschwert, ja, weniger verdienen und so. Das Problem ist, wenn es länger angehalten hätte, hätte es viele YouTuber erwischt. Natürlich die YouTuber, die ganz großen und viel Geld verdienen, die verdienen weiterhin sehr viel Geld, und die jetzt sowieso nicht gejuckt, weil sie ihre Rücklagen haben, aber die kleineren YouTuber, die auch etwas größer sind als ich, die hätten da, glaube ich, echt Probleme bekommen, wenn die es hauptberuflich machen. Und das ist auch so der Anschuss für mich endlich gewesen, weil ich glaube, dass ich anfangs, auch wenn ich jetzt 1 Million Abonnenten hätte oder so, niemals YouTube Vollzeit machen würde, so gleich anfangs, sondern erst vielleicht mit Laufe der Jahre auch das so ein bisschen machen werde. Was ich auch geil finde, wo ich mich bestätigt fühle, dass, ich kenne den YouTuber Kuchen.tv, also ich öffne mal ein paar Beispiele, weil der Typ einfach geil ist. Er hat so gesagt, er macht, glaube ich, seit 7 Jahren aktiv YouTube und hat erst seit 2, 3 Jahren seinen großen Erfolg oder so, kann man fast sagen. Und das finde ich auch geil, weil viele sagen zu mir, ja, du machst jetzt schon 3, 4 Jahre lang YouTube, also ich glaube 3 Jahre sind es, und du bist noch nicht so erfolgreich und du hast dir wieder, also wird halt gar nichts und so. Und ich habe halt gesagt, ich mache jetzt auch nicht wirklich viel qualitativ, auch nicht so unbedingt hochwertig, ich sehe Gameplay hochladen, Commentaries und sowas, alles ist noch nicht alles ganz hochwertig. Die hochwertigen Sachen sind eine Planung, aber kommen erst noch. Und wie gesagt, ich habe auch, er hat auch ein paar Jahre gebraucht, vielleicht brauche ich auch ein paar Jahre, bis ich mal etwas größer werde und so. Und ich gebe die Hoffnung nicht auf. Und viele sagen auch, ja, jetzt verdienst du halt weniger, was machst du jetzt mit YouTube? Sag ich, ja, für mich ist YouTube immer noch ein Hobby, was ich bei vielen aber gehasst habe in den Kommentaren von anderen YouTubern, die haben geschrieben, ja, zum Glück, endlich ist jetzt wieder YouTube nur Hobby und kein Beruf mehr. Und das Problem ist, das ist so zweischneidig, sage ich immer, weil im Endeffekt die Leute,
die nur aus zum Geld rauspressen bis sonst wohin, die haben ihre Klang. Scheißegal, wenn die von einem Tag auf den anderen nichts mehr verdienen würden, wäre es eigentlich egal. Und die Leute, die wirklich ihr Hobby zum Beruf machen, die davon leben, die erwischt halt echt krass. Und sowas, finde ich, muss eigentlich nicht sein. Natürlich, wie gesagt, wenn man selbstständig ist, kann sowas mal passieren. Und man muss dieses Risiko bewusst sein, aber ich sag halt, ist halt scheiße von YouTube, finde ich sowas. Oder ja, es sollten einfach, ich finde, YouTube hat bestimmt so viel Geld eigentlich, die können doch locker ein paar Mitarbeiter einstellen, die so einen Algorithmus faktisch diese Videos auch erkennen und dann irgendwie sagen, ja nee, das kann man nicht monetarisieren oder das muss gelöscht werden oder was auch immer. Aber da ist, glaube ich, YouTube sich zu feige, um sich neue Mitarbeiter einzustellen. Kosten ja viel mehr Geld als Maschinen, kann man ja was sagen. Und mittlerweile ist, wie gesagt, wieder eingependelt, mal schauen, wie viel es sein wird und so. Und ich muss ganz ehrlich sagen, und alle sagen so, ja, dein YouTube-Kanal wird nicht größer, aber ich sehe ja, dass jeden Monat eine bestimmte Anzahl an Abonnenten dazukommen. Also plus halt, ich verliere Abonnenten und bekomme welche dazu. Und die Bilanz ist halt momentan, ich glaube, ich kriege 10 Abos im Monat oder so. Und das reicht mir auch von Anfang erstmal, weil ehrlich gesagt möchte ich nicht, dass so unglaublich viele Leute meine Videos sehen, wenn ich noch nicht gute Qualität reinstecke. Wenn ich mal gute Qualität richtig krass mache, dann möchte ich die Leute das sehen. Natürlich wird dieses Format wie GTA 5 Online in Zukunft auch erhalten bleiben, dass ich Commentaries mache zu welchen Games und so und lass was laufen und rede über ein Thema. Das macht mir mega Spaß eigentlich. Aber ich würde schon mal gerne andere Sachen, die mit Relive und Vlogs und so zu tun, so ein bisschen aufwendiger machen. Ihr wisst ja, was die großen YouTuber so Vlogs technisch drauf haben, was die so machen. Das würde ich auch gerne machen, das ist qualitativ hochwertiger. Aber ich will, wie gesagt, erstmal die Ausbildung fertig machen und dann erstmal weiterschauen, ja. Ich habe auch bald Prüfungen, ich bin schon eigentlich so ein bisschen nervös. Nervöser bin ich hier morgen, weil ich da das Verkaufsgespräch in der Schule habe und ich weiß genau, ich werde da wahrscheinlich nicht so gut punkten, eventuell, weil das stellt man sich immer so leicht vor, aber ja, du musst auf die kleinen Sachen einfach achten. Zum Beispiel ein kurzes Beispiel, du kriegst Punkteabzug zum Beispiel, das kann ich so nicht sagen, das ist blöd, man, das hört sich blöd an, wenn ich das so sage, aber das, wenn du zum Beispiel einen nicht die Hand gibst oder so kleine Formfehler machst, kriegst du Punktabzug bis dorthin, oder wenn du jetzt eine Reservierung annimmst von einem Restaurant und vergisst halt in der Prüfung das Datum, glaube ich, kriegst du sogar 2, 3, 4 Notenstufen schlechter oder sowas. Also da musst du echt auf die kleinen Feinheiten aufpassen. Wenn du so nervös bist, ob du noch alles hinkriegst, ist die Frage, aber jetzt schweife ich zu weit vom Thema ab. Genau, die YouTube-Einnahmen, ich habe mir auch lange überlegt, wenn YouTube nicht mehr funktioniert, mache ich es weiter, auf jeden Fall schon, aber wenn YouTube wirklich weiterhin so bleiben würde, so ganz gering, werde ich das so machen wie früher. Ich werde wahrscheinlich den Punchlog-Kanal ganz klein halten. Ich werde die Restaurantkritiken wahrscheinlich nicht mehr machen. Die habe ich auch lange nicht gemacht, übrigens auch. Und mein Let's Play-Kanal würde ich dann wahrscheinlich auf Eis legen, weil das eigentlich mein eigentlicher Traum ist, Let's Plays eigentlich auch zu machen mitunter. Und auf diesem Kanal wird wahrscheinlich dann trotzdem aber auch alle 3, 4 Tage mal ein neues Video kommen. Das will ich auf jeden Fall beibehalten, auch wenn ich kein Geld dafür bekomme oder schon oder auch nicht. Weil mir ging es von Anfang an nicht darum, das Geld, sondern auch um diese Information, die ich euch geben kann. Und auch, dieses Wissen, was manche vielleicht nicht wissen. Und es kursiert so viel Schmarrn eigentlich rum und so viel Schwachsinn wird auch in den Schulen gelehrt. Und manchmal sind so viel Müll, wo du denkst, ja, was ist das für ein Schmarrn? Weil wir hätten sowas eigentlich mal gesagt, das ist auch völliger Quatsch. Und ich habe schon auch einen FA gehabt, der gesagt, ja, ich beschwere mich, dass ich nicht so viele Aufrufe hätte und das, ich habe mal so einen Titel gehabt, aus meinem YouTube-Traum habe ich mal geschrieben und so, weil die diese Richtlinien geändert haben. Das Problem ist, YouTube ändert Richtlinien und diese Richtlinien werden nicht offiziell bekannt gegeben, sonst musst du wieder an Dritte eigentlich erfahren, mehr oder weniger, und du weißt nicht, wie diese Einschränkung ist. Und so wie das geklungen hat, war das echt hart auch. Ich vermute, dass die in Zukunft werbeunfreundliche Sachen, Politik und so rausstreichen werden. Und es gibt auch ein paar Videos, die von mir nicht monetarisiert sind, auch wenn sie viele Klicks haben, immer abgesehen davon. Und er hat mir geschrieben, ja, ich bin ein Scheidungskind und er kennt diese Zeichen und so ein Schmarrn und ich weiß nicht, was da für eine Scheiße gelabert war. Und er hat mir dann seine E-Mail geschickt, dass ich ihn anschreiben kann, wenn ich irgendwelche Probleme oder so habe. Und ich denke mir so, also ehrlich gesagt, schreibe ich keine E-Mails mehr. Das ist der erste Punkt. Also wenn er eine E-Mail-Adresse schreibt, dann weißt du genau, dass er bestimmt über 40 oder sonst was ist und von irgendeinem alten Typen mir irgendwelche Ratschläge gibt, das Last fürs Leben, also der wahrscheinlich selber im Leben noch nichts gerissen hat oder so. Also ich will sehr gerne Prognose gegenüber den stellen, aber ganz ehrlich, also da fühlt man sich selber ein bisschen verarscht, muss man ganz ehrlich sagen. Ist nett, dass er mir so eine Hilfe angeboten hat, kein Ding, auf jeden Fall, aber ich habe auch geschrieben, ich habe bei weitem mehr Lebenserfahrung als viele andere in meinem Alter und ich habe auch mehr Dinge gesehen als viele andere und das wissen halt viele nicht und das ist auch das Problem auch teilweise an YouTube, dass du nicht den anderen so vermitteln kannst, was du schon alles erlebt und gesehen hast. Und das will ich auch gar nicht, weil
man soll gewisse Dinge einfach nicht erlebt haben, kann man das sagen. Ja, manche Dinge soll man einfach nicht erleben, die ich auch eventuell erlebt habe. Und wie gesagt, ja, dann sag doch mal, was so schlimm in deinem Leben war. Und dann erzähle ich manchen Leuten, sagen, ja, das ist so hart, ich kann mit jetzt echt nichts zu tun haben, weil mir das zu krass ist. Und solche Leute habe ich schon gehabt. Und das ist ein ganz schwieriges Thema. Aber wie gesagt, ich schweife vom Thema wieder. Aber ich wollte so ein bisschen Real Talk auch noch machen, was auch mich betrifft mit YouTube-Einnahmen und so. Aber ich werde eigentlich so bleiben. Also ich werde mich nicht großartig verändern, das Fazit. Kriege ich weniger, kriege ich mehr, ist geil. YouTube, das Geld von YouTube ist für mich einfach wie ein Bonus nebenbei, dass ich für mein Hobby Geld bekomme. Und ich sag eh schon, wie viele Leute können von sich behaupten, dass sie für ihr Hobby Geld bekommen, abgesehen davon. Und für die Leute, die sich interessieren, wie viel ich mit YouTube schon kassiert habe, ich glaube, Entschuldigung, ich habe kein Trinken mit zu Hause, Mann, ich habe vergessen, Wasser zu kaufen. 300 Euro, glaube ich, habe ich ungefähr bis mit YouTube schon verdient, so aufgerundet etwas. Und das finde ich nicht schlecht für die Aufrufe, die ich habe. Ich habe 416.000, davon müsst ihr halt, also 400 irgendwas 1000 habe ich Aufrufe. Und dann müsst ihr einfach die abziehen, die einfach nicht monetarisiert sind. Also ganzen RTL-Videos sind alle nicht monetarisiert, da kriege ich gar nichts. Und es ist dann eh, wenn man das abzieht, ja, bleiben noch so 250.000 Klicks, glaube ich, ungefähr. Und dass ich dann so viel Geld bekomme, das ist eh sehr, sehr, sehr geil. Und naja, so viel dazu. Ich würde schon mal sagen, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ihr seht leider nicht ganz so viel, weil das Team ist nämlich rausgelieft aus den Gegnern dann irgendwie. Und da hat es mir ganz Spaß gemacht. Aber ich habe auch andere Teile, glaube ich, aufgenommen. Die werde ich auf jeden Fall euch zeigen. Und auch da wird es auch geiler, ist auch geiler gelaufen dann. Und ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Gebt mir nochmal auf, wenn es mir gefallen hat. Ein Kommentar wäre auch sehr, sehr geil. Welche Erfahrungen ihr gemacht habt. Und auch, ich habe ja auch Kollegen, ja, Smiley Cupcake alias Pulse91, schreib mal, was war deine Meinung dazu ist in dieser Sache um YouTube, ob du schon welche Erfahrungen gemacht hast. Aber ich glaube, du hast noch nicht monetarisiert, ich weiß nicht, aber du hast bei mehr Abonnenten als ich, das krasses Ding übrigens auch, ja, Respekt an den Dude. Und genauso viel dazu. Und ich werde immer so bleiben, ehrlich, wie ich bin. Ich werde immer nichts anderes machen. Und normalerweise ist es auch so, ich schneide keine Gameplays. Ja, ich wollte es gerade so sagen, ich habe gerade den Schnitt gesehen. Ich schneide keine Gameplays, aber ihr seht, dass nichts passiert noch. Weil die einfach gelieft sind, die Gegner, ja. Irgendwie fast alle. Und deswegen habe ich geschnitten, was das ist echt viel zu langweilig zu schauen. Und normalerweise schneide ich nie Gameplays, ja. Und in Zukunft werde ich auch keine mehr schneiden, eigentlich, ja. Außer wenn sowas halt ist. Match-Gewinner sind aber viel Geld bekommen. Und ich bedanke mich schon mal fürs Zuschauen. Bis bald, liebe Freunde. Bei Fragen gerne Fragen. Und bis bald. Euer Monster Demon. Ciao.